Eine gute Darstellung des Kohlenstoffkreislaufes habe ich auf wikibildungsserver.de gefunden. Sie sehen hier die Speicher um 17:50 herum blau. Dann grün, das sind die Stromstärken zwischen den verschiedenen Speichern, auch ohne menschliches Zutun. Und dann rot, das, was der Mensch zusätzlich beigetragen hat. Sie können das selber nachlesen, ist sehr interessant. Aber je weiter ich mich eingelesen habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, das wird immer komplizierter. Deshalb habe ich einen radikalen Schnitt gemacht und gesagt, ich mache jetzt ein ganz, ganz einfaches Modell, das robust ist, aber das eigentlich schon genügend aussagt über unsere Zukunft. Noch ein paar Fakten. Ich habe hier CO2-Ausstoß gefunden von Tom Bowden. Und da sehen Sie 1750, also Beginn Industrialisierung bis 2014. Blau ist der totale Ausstoß, aber nur in Kohlenstoff, und zwar Megatonnen pro Jahr, also nicht CO2, sondern umgerechnet auf Kohlenstoff. Da sehen Sie gasförmig, flüssig, fest, Zement und dann das, was man an Gas abfackelt bei der Produktion. Der Festkörper, also das ist eigentlich die Kohle, das hat mich am meisten erschreckt. Also ich habe gedacht, das geht langsam zurück. Im Gegenteil, wir haben noch nie so viel Kohle verbraucht wie in den letzten Jahren. Dann habe ich hier blau und linke Skala die ppm CO2 in der Luft. Und zwar über etwa 800.000 Jahre. Da sehen Sie diese Schwankungen zwischen 180 und knapp 300 ppm. Und da sehen Sie dann schwarz, rechte Skala, noch den Temperaturverlauf. Eben das sind dann zwischendurch wieder Eiszeiten, Warmzeiten. Das war natürlich lange vor der Menschheit, also die Menschheit, die hat dann hier irgendwo richtig Schwung aufgenommen und da sehen Sie auch jetzt diese Steigerung, diese enorme Steigerung auf über 400 ppm, die wir jetzt schon haben. Ich habe dann diese Skala noch zeitlich verkürzt, das nur 1000 Jahre. Dann sieht man hier die CO2-Konzentration, die dann dramatisch steigt und hier die Temperatur, die ein bisschen nachlaufend steigt. Das hat auch seine Gründe. Da sehen Sie einen ganz, ganz kleinen Einbruch in der Temperatur. Das nennt man die kleine Eiszeit. Das war nicht so dramatisch mit dem, was jetzt passiert. Aber die Wikinger auf Grönland haben das nicht überlebt. Hier noch eine zeitlich besser aufgelöste Skala, nämlich von etwa 1860 bis eben etwa 2014, 15. Da wieder diese Konzentration aus Eisbohrkernen, also man schätzt das über die Isotopen und so weiter ab. Und blau ist dann die direkte Messung. Und die Temperatur, das sieht man hier sehr schön, die läuft der Konzentration nach. Gut, gehen wir rüber zum Modell. Ich habe hier ein ganz einfaches Modell gemacht. Ich habe einfach das, was der Mensch einträgt, als Strom modelliert. Dann hier die Menge in der Atmosphäre, alles in Gigatonnen und Gigatonnen pro Jahr gerechnet. Und da habe ich einfach den Austausch zwischen Atmosphäre und Biosphäre und Ozean. So habe ich einfach gesagt, ich mache hier ein ganz einfaches Modell. Da geht einfach Kohlenstoff an die Umwelt weg, das weiß man. Und dafür habe ich eine quadratische Funktion angesetzt. Dann rechne ich aus der Menge C, Kohlenstoff in der Atmosphäre, rechne ich dann ppm CO2. Das Modell habe ich im letzten Video verwendet und ich habe dann hier drei Modelle. Eines ist eine Messung bis 2014 und zwei sind Modelle, die dann aber mit Szenarien weitergehen,
bis ins Jahr 2100. Also Bau heißt Business as usual, also machen wir weiter so. Und dieses Modell hier ist die 2-Grad-Grenze. Beim 2014 habe ich einfach die Messreihe genommen bis 2014 und dann geht es konstant weiter. Nun habe ich hier zwei Probleme. Diese Messreihen oder diese Funktionen, die sind nicht Kohlenstoff, sondern CO2-äquivalent. Das heißt, einerseits muss man CO2 in Kohlenstoff umrechnen, das ist kein Problem, aber äquivalent heißt, die anderen Treibhausgase sind auch mitgerechnet. Das musste ich dann mit einem Faktor reduzieren. Ich mache es so, ich habe drei Szenarien, also diese reine Messreihe mit Konstanthaltung des Eintrags nach 2014. Und ich nehme diese zwei Szenarien, passe sie an ans Modell und übernehme zuerst die Messungen bis 2014 und dann nehme ich die Prognose bis 2100. Dann habe ich hier einen Schalter, damit ich alle drei Modelle nacheinander simulieren kann und vergleichen kann. Also ziemlich einfach. Schauen wir uns das einmal an. Da habe ich mal aufgetragen 0 bis 2000, das heißt also 1900 bis 2100. Schwarz, das ist das Modell, das ich letztes Mal im letzten Video verwendet habe, und rot, das ist diese Messreihe, die dann einfach konstant gehalten wird. I steht für Stromstärke und C steht für Kohlenstoff. Das ist auch noch die Legende dazu. Nehmen wir den Menschen weg. Also dieses Mensch einfach, das habe ich nicht mehr gebraucht, das war letztes Mal. Das ist jetzt das Szenario, das einfachste, einfach Messreihe plus konstant halten. Also nicht mehr verbrauchen als bis jetzt, aber auch nicht weniger. Dann hier machen wir weiter so wie bisher und hier habe ich das 2-Grad-Szenario, das wir eigentlich anstreben müssen. Ja, ich habe dann diese Funktion zerschnitten und gesagt, bis 2014 sind alle Szenarien mit dem gleichen Stromstärke versehen und dann kommt hier konstant halten oder eben diese beiden Szenarien, die ich da erzählt habe. Und jetzt muss ich einfach noch vom Äquivalent umrechnen in reinen Kohlenstoff und da habe ich einen Schieber gemacht. Kann man hier ein bisschen schauen. Gut, also alle drei Szenarien haben jetzt bis 2014 die gleiche Stromstärke Kohlenstoff hinein. Und nachher gibt es drei Prognoseszenarien. Schauen wir uns noch die CO2-Konzentration an. Das hier ist eine Messreihe bis auch etwa 2014 in ppm. Und das ist das, was mein Modell jetzt gibt. Und das ist doch weit weg, weil hier habe ich bei Austausch mit der Umwelt habe ich eine quadratische Funktion eingegeben, aber die Parameter noch nicht optimiert. Und da habe ich gesehen, mein Berkeley Madonna kann da sehr viel beitragen. Also ich hatte das nie hingekriegt. Man macht einen Kurvenfit. Da habe ich die drei Konstanten zu meiner quadratischen Funktion beim IC Umwelt. Also ich habe einen Konstantenwert. Ich habe da gar nichts verändert. Das ist alles automatisch, defaultmäßig passiert. Das hier ist der lineare und das ist der quadratische Term für diese Funktion. Gut, und jetzt sage ich, ja, mach mal. Und jetzt optimiert er diese drei Parameter. Er legt also quasi eine Parabel in die Stromstärke, also nicht ins ppm hinein, sondern in die Stromstärke. Und dazwischen gibt es ja noch einen Zufluss und es gibt noch ein Integral dazwischen. Also das kann man nicht einfach so mit einer Handrechnung lösen. Das ist erstaunlich, wie genau jetzt die Kurve sich den Messdaten angenähert hat. Natürlich ist die Prognose jetzt
nicht zu validieren. Das ist ja die Zukunft. Und jetzt schauen wir uns noch einmal diese Ströme an. Und jetzt lasse ich all drei Szenarien laufen und dann schauen wir mal an, wie sich jetzt diese Konzentration verändert mit diesen drei Prognosen. Dazu kann ich einen sogenannten Parameter-Fit machen. Ich habe dann einen Schalter gebaut, der einfach ein Szenario um das andere zuschaltet. Batchrun, das ist der Schalter S, der geht einfach 0, 1, 2, das sind die drei Schalterstellungen und dann rechnet er die drei Szenarien. Das heißt, eingestellt war eben 2 Grad, jetzt haben wir zu oberst, wenn wir so weitermachen, wie wir bis jetzt weitergemacht haben, dann können wir in 80 Jahren etwa mit dem doppelten Kohlenstoff CO2 in der Atmosphäre rechnen. Die Temperatur wird dann etwa 6 Grad oder so steigen. Wenn wir den Ausstoß jetzt konstant halten, wie vor 4 Jahren, dann wird sich die Konzentration weiter erhöhen. Und wenn es uns gelingt, diese Konzentration abzusenken, dann wird die Temperatur nicht mehr als 2 Grad steigen. Das ist natürlich auch wieder so eine Prognose, aber jede Prognose hat eine gewisse Fehlerquote. Aber wenn wir so weitermachen, dann müssen wir keine AHV mehr organisieren. Die braucht dann niemand mehr. Ich habe jetzt 3 Tage ein bisschen mich mit dieser Materie beschäftigt und es hat mich ein bisschen radikalisiert. Vor allem kann ich nicht verstehen, dass faktisch Berufspolitiker solche Dinge erzählen, wie ich Ihnen jetzt gerade zu hören gebe. Ich glaube, dass es immer wärmere und kältere Zeiten gibt auf unserem Planet. Ich glaube aber nicht, dass der Mensch einen Einfluss hat auf das Klima. Ich setze natürlich ganz klar auf die freiwillige Basis, dass man so weitermacht, wie wir jetzt auf dem Weg, wo wir jetzt sind. Und jetzt, Herr Giraud, wie können Sie uns garantieren, dass wir hier nicht einem gigantischen Klimaschwindel aufsitzen? Wir wissen heute sehr genau, dass dieser Hitzesommer nichts, aber auch gar nichts mit der sogenannten Klimaerwärmung, wie Sie es hier nennen, zu tun hat.